Es gibt ein neues Buch aus der Reisereihe Büchergilde unterwegs. Dieses handelt von Mallorca. Und zwar ist das der legendäre Reisebericht, den Georges Sand geschrieben hat. Georges Sand, die kurze Zeit mit Frédéric Chopin zusammen war und die einen Winter auf Mallorca verbringen wollte, damit er sich von seiner Lungenkrankheit erholen kann, ihr Teenager-Sohn sich von seinem Rheuma erholen kann, sie mal etwas Ruhe findet von den Pariser Salons. Ihre Tochter hatte sie auch noch dabei. Und eigentlich wollte sie gleich 2, 3 Jahre bleiben. Diese Reise wurde abgebrochen, weil es die schlimmste Reise ihres Lebens war. Es war alles ganz furchtbar. Erstens hat es den ganzen Winter geregnet. Es war kalt. Das Essen hat nicht geschmeckt. Die Mallorquiner waren unfreundlich. Das Einzige, was sie richtig toll fand, war die Natur auf Mallorca. Und so hat sie einen Reisebericht geschrieben, in dem sie das alles verarbeitet hat, in dem die Mallorquiner jetzt nicht so gut wegkommen. Aber das ist ja auch immer so eine Sache von Geben und Nehmen. Vielleicht sind sie auch nicht so gut rübergekommen als Pariser Celebrity-Patchwork-Familie. Jedenfalls ist es ein vergnüglich zu lesender Reisebericht, auch wenn der Reisebericht selber nicht so vergnüglich ist. Es ist diesmal ein etwas dickeres Buch, weil hinten ein großer Anhang drin ist, aus dem man sehr viele tolle Details entnehmen kann. Und ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Ich hatte Spaß dabei. Und was ich am tollsten finde, ist, die Mallorquiner selber haben großen Humor bewiesen. Sie haben ihr das nicht übel genommen, dass sie diese Null-Sterne-Bewertung über Mallorca geschrieben hat, sondern sie haben sie kurzerhand zu einer Tochter der Insel gekürt. Und ich kann dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist das neue Buch der Reisereihe Büchergilde unterwegs.